Das Wappen auf dem Fresko war also ein Hinweis auf Berga. Dann muss der Ort wichtig sein. Ich konnte langsam ein Muster erkennen. Die Orte bildeten eine merkwürdige, kreuzartige Form, so ähnlich wie die Kugeln auf dem Bild. Das war der Kreuzungspunkt. Hier musste die Tabula sein. Montserrat, es muss Montserrat sein. Die Frage ist nur, was bitte ist Montserrat? Das ist ein Kloster in den Bergen. Eine berühmte Touristenattraktion. Aber es ist noch was anderes. Ich glaube, es war auch eine Zuflucht der Gnostiker vor vielen hundert Jahren. Bravo, meine Freunde. Medowski? Nein, Langham. Nein, der Name ist Genen, oder? Sehr gut, Fräulein Collar. Was ist mit dem echten Langham passiert? Er ist ein Ründchen schwimmen gegangen. In der Seine. Ich hatte schon gedacht, ich müsste diesen Laden auseinandernehmen, um die Arbeit meines Großvaters nachzuvollziehen. Aber ich glaube, da haben sie mir eine Menge Zeit erspart. Die Tabula ist also in Montserrat. Wer hätte das gedacht? Der alte Mann kommt mit mir. Nein, bitte. Nehmen Sie mich stattdessen. Er weiß gar nichts. Aber Sie schon, was? Das glaube ich kaum. Aber er ist alt. Eva, reg dich nicht auf, Kind. Das können Sie doch nicht. Aber natürlich kann ich. Und ich werde es tun. Der Mensch ist schwach, unterwürfig, kontrolliert. Er muss befreit werden, frei von allen Einschränkungen, frei, seine Begierden zu erfüllen. Und dazu wollen Sie den Teufel auf die Welt loslassen? Nicht den Teufel. Lucifer. Und jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, wir haben eine lange Reise vor uns. Gehen wir. Die können da drin verfaulen. Wir müssen hier sofort raus. Ich vermute, dieser Irre ist genauso gefährlich, wie er aussieht? Ich fürchte schon, Eva. Ich glaube, er hat schon öfter gemordet. Wir dachten, wir hätten Medowski gejagt, Nico. Aber in Wirklichkeit hatten wir es die ganze Zeit mit Genens Enkel zu tun. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, es war wirklich ein Bug, weil ich habe das Spiel bestimmt 6-mal neu gestartet. Und jetzt hat es mal geklappt. Super. Weil der hat bei diesen beiden Städten nie was gesagt oder Dörfern. Da war nie was und dann dachte ich mir, das muss das ja sein. Und jetzt hat es endlich geklappt. Endlich hat es geklappt. Ich dachte schon, ich muss das Spiel deinstallieren und nochmal anfangen zu spielen. Aber wir haben es jetzt geschafft. Okay, super, perfekt. Jetzt können wir endlich weiterspielen. Oh Mann. Da geht's wohl nicht mehr raus, ne? Die das Tür war abgeschlossen. Oh, Leute, ey, das hat mich gerade so genervt. Schau mal, Tageslicht. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist eine Geheimtür, Nico. Darum also hat Marques Vater versucht, durch dieses Zimmer zu flüchten. Er hatte nur keine Zeit mehr, die Geheimtür zu öffnen. Aha. Und jetzt? Aha. Gut gemacht, George. Kommen Sie, Eva. Hauen wir ab. Wir müssen Ihren Vater retten und Langham aufhalten, bevor er die Tabula findet. Eva, ich glaube, Sie bleiben besser hier. Sind Sie verrückt? Sie brauchen mich, besonders wenn es zu einem Kampf kommt. Eva, das wird sehr gefährlich. Sie verstehen das nicht, Signora. Es ist meine Pflicht. Okay, aber wir sollten erst noch nach Ramon sehen. Ja, aber dann gehen wir ein paar Leuten in den Arsch treten. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Mehrere Stunden später. Montserrat lag hoch oben in den Bergen. Eine wichtige Touristenattraktion.
Aber wir waren nicht als Touristen da. Wir mussten einen alten Mann retten und eine noch ältere Tafel finden. Und ein kaltblütiger Killer wollte uns daran hindern. Ja. Wieso sollte die Tabula ausgerechnet hier versteckt sein? Jahrhundertelang war der Berg ein Zufluchtsort. Oben auf dem Hügel gibt es ein Benediktinerkloster. Nun, da sollten wir dann wohl mit der Suche beginnen. Hui, alles leer. Wo sind die denn alle? Normalerweise wimmelt es hier von Touristen. Das gefällt mir alles absolut nicht. Zumindest gibt es hier keine bewaffneten Mönche. Denk nicht mal dran, Nico. Zeit für den leicht verblödeten Ami-Touristen. Für diese Rolle wurdest du geboren, George. Okay. Hallo! Ist das der Weg rauf zum Kloster? Ja, aber der ist gesperrt. Da darf keiner rauf. Die Mönche streiken. Hui, was ist denn passiert? Wollte ihr Abt sie teuflisch lange beten lassen? Nö, ich glaube, das war nicht das Problem. Hallo, mein Freund. Tut mir leid, ey, aber wir haben hier ein Virus. Ist alles geschlossen. Die armen Mönche müssen streiken, während sie einen Virus haben. Muss ja die Hölle sein. Wie auch immer, ich kann sie nicht reinlassen, ey. Hallo, Kumpel. Tut mir leid, Mann. Das Kloster ist geschlossen. Bis auf Weiteres. Also, ich hab auch immer so ein Pech. Sieht echt so aus. Und meine beiden hübschen Schwestern hier hatten sich so auf das Kloster gefreut. Das Leben ist halt voller Enttäuschungen. Sieht echt so aus. Aber das Kloster da oben, da sind Sie sicher, ja? Ist es. Aber es ist morgen auch noch da. Wir fliegen heute Nacht zurück nach Austin. Wie schade. Wieso ist da denn geschlossen? VIP-Besucher. Boah, wie aufregend. Was für VIPs denn? So ein Prinz aus dem Ausland. Der Prinz von wo? Ja, genau der ist es. Boah! Darum lassen wir keine gewöhnlichen Leute rein. Natürlich nicht, wo doch der Prinz von wo da ist. Haben Sie den Prinzen vor dem Virus gewarnt? Was? Ihr Kollege meinte, da grassiere ein Virus. Haben Sie den Prinzen gewarnt? Brauche ich nicht. Der ist immun. Natürlich. Ich Doofi. Weiß doch jeder. Es ist langsam Zeit zu gehen, Freundchen. Sieht echt so aus. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Es war ein herrliches Gebäude. Ich fragte mich, ob die Tabula wirklich da oben versteckt war. Nette Laterne. Wenn ich mir den Zaun so betrachte, hatten die hier wohl Hundeprobleme. Ja, mehr gibt's hier ja nicht. Es war zwecklos, wieder zu gehen, bevor wir unser Ziel erreicht hatten. Es war ein... Ey, hier ist geschlossen. Ich bezweifle ernsthaft, dass diese Wachposten hier hingehören. Ich weiß. Möchtest du es mal mit deinem Charme versuchen? Ich versuch's. Dann versuch mal dein Glück. Was macht sie denn da? Nico kriegt meistens, was sie will. Wenn irgendjemand diese Schläger bezirzen kann, dann sie. Was hat er gesagt?
Er hat mir vorgeschlagen, etwas zu tun. Ich habe ihm gesagt, dass das anatomisch unmöglich ist. Ich bin sicher, das sind Langhams, ich meine Genens Schlägertypen. Stimmt. Ich krieg es nicht in meinen Kopf, dass er ein Genen ist. Ich nenne ihn weiter Langham. Gute Idee, George. Dann müssen wir also einen anderen Weg finden. Ich schaue mich mal um. Okay. Es war zwecklos. Wir bewegen uns vom Kloster weg. Ja, wenn hier die ganzen Schläger rumlaufen, müssen wir einen anderen Weg finden. Achso. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg über die Seilbahnstation. Oder irgendwer da drin kann uns wenigstens sagen, was hier los ist. Da kommt wer. Schnell, wir müssen uns verstecken. Ich glaube, das ist Langham. Sperrt alles ab. Hier darf sich kein Grashalm mehr bewegen. Klar? Die Tabula muss oben im Kloster sein. Da bin ich ganz sicher. Los! Geht klar, Boss. Sperrt alle Wege rauf zum Kloster. Dann bring den Alten zum Reden. Ja, Boss. Und spring diesmal nicht so sanft mit ihm um. Habt ihr das gehört? Sie haben noch nichts gefunden. Aber Senor Marquez muss in schlechtem Zustand sein. Hören Sie, ich muss diesen Bastarden folgen. Alleine könnte ich da vielleicht durchschlüpfen. In Ordnung. Wir schauen mal, ob wir einen anderen Weg nach oben finden. Glaubst du, sie schafft das? Nee. Eva kann auf sich selbst aufpassen. Okay, dann hier lang. Die Kabine hing mitten über der Schlucht. Sie bewegte sich nicht. Mein Gott, Nico! Was ist los? Das Fernrohr hier, das ist gratis! Um das Fernrohr zu bewegen, pack irgendeinen Punkt im schwarzen Bereich und zieh den Bildschirm in die gewünschte Richtung. Du kannst mit den Hotspots in den Szenen interagieren, sobald du sie entdeckt hast. Aha. Oh. In der Seilbahnkabine steckten Leute fest. Sie kamen mir irgendwie bekannt vor. Dann erkannte ich, dass es meine alten Freunde Dwayne und Pearl Henderson waren. Die Hendersons hatten die unheimliche Begabung, überall da aufzutauchen, wo ich gerade war. Aber echt? Kann ich irgendwas machen? Zurückfunkeln. Hier. Ich antwortete auf ihr Signal, war aber nicht sicher, ob sie es gesehen hatten. Pearl formte Worte mit dem Mund und gestikulierte. Pearl schien etwas an das Fenster zu schreiben. Help. Da stand Hilfe, stecken fest. Türcode 0797. Man brauchte für die Stationstür wohl einen Code. Ich fragte mich, woher Pearl das wohl wusste. Müßig fragte ich mich, ob man durch lässiges Betrachten der Landschaft wohl viel herausfinden könnte. Da geht's nicht mehr weiter. Das war die Gegenstation der Seilbahn. Moment, was ist das da? Der Fels kommt mir bekannt vor. Nico, schau dir das mal an und sag mir, was du siehst. Du hast recht. Der Fels da sieht aus wie ein Gesicht. Die Form habe ich schon mal gesehen. 0797. Schau dir das mal an.
Das Gesicht im Ouroboros, es hat genau die gleiche Form wie dieser Fels. Das kann kein Zufall sein. Und weißt du was? Langham hat das gefälschte Bild, das ohne das Gesicht. Der Fels hat ihm also gar nichts gesagt. Nico, ich glaube nicht, dass die Tabula oben im Kloster ist. Ich glaube, sie ist da unten irgendwo, in der Nähe dieses Felsens. Dann gehen wir mal rein, komm, oder? Nico. Pearl hat mir den Code für die Tür verraten. 0797. Was? Pearl? Aber wer? Wie? Vertrau mir, Nico. Ich habe Beziehungen zu hochhängenden Kreisen. Hier ist niemand. Okay. Sieht aus, als sei alles geschlossen. Es gab kein Schloss, aber die Tür ließ sich nicht öffnen. Gehen Sie weg! Hallo? George, da ist jemand drin. Alles in Ordnung da drinnen? Gehen Sie einfach weg! Hört sich an wie Eva. Laut Fahrplan sollte die Seilbahn den ganzen Tag fahren. Eine Brotdose aus Metall. Sieht aus wie ein Hochsicherheitstrakt für Stullen. Hallo! Hey, hast du das gehört? Hilfe! Was sagt man dazu, Nico? Eine sprechende Brotdose, was die nicht alles erfinden heutzutage. Das Ding sollte ich lieber mitnehmen. Die riesigen Zahnräder gehörten zu der Seilbahnanlage. Sie sahen sehr stark aus. Okay. Oh, warte. Ach so, Schrank. Die Steuertafel sah recht kompliziert aus. Sie hatte keinen Strom. Und in der Luft hing der verräterische Duft durchgeschmorter elektrischer Bauteile. Die Zahnräder drehten sich, aber der restliche Mechanismus war irgendwie abgekoppelt. Die Steuertafel sah recht kompliziert aus. Sie hatte keinen Strom. Kein Strom. Die Seile hingen in einer riesigen Anlage, die die Kabine rauf und runter fuhr. Die Räder gehörten zu der Seilbahnanlage. Niemand empfing uns am Schalter. Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich bleibe genau hier, bis ich weiß, dass es da draußen sicher ist. Die Räder gehörten zu... Wie überreden wir sie, da rauszukommen? Wir müssen uns mit ihr anfreunden. Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich bleibe genau hier, bis... Aber was ist jetzt mit dem Zahlencode? Eine sprechende Brotdose, verschlossen. Ohne den Schlüssel musste ich halt einen Weg finden, sie aufzubrechen. Das Schloss war zu ausgefeilt, das konnte man nicht knacken. Schade. Das klappt. Könnte das klappen? Die Dose war jetzt zwischen den Zahnrädern eingekeilt. Oder besser gesagt, in dem gigantischen Dosenöffner.
Haha. Okay. Da hast du ja ein tolles Chaos angerichtet, George. Du weißt doch, man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerbrechen. Eier ja, aber von kompletten Seilbahnantrieben ist da nicht die Rede. Die ganzen Maschinenteile waren mit Erdbeermarmelade beschmiert. Genau wie ich es mir dachte. Ein Funkgerät. Hallo? Hört mich jemand? Dwayne, hier ist George. George Stobbart. Heiliges Blech! George! Genau der Kerl, den ich brauche! Wie geht es Ihnen, Kumpel? Alles bestens, Dwayne. Und keine Sorge, ich hole Sie da im Handumdrehen raus. Glauben Sie, Sie kriegen die Seilbahn wieder in Gang? Nein, die Steuerkonsole funktioniert nicht richtig. Keine Ahnung, wieso nicht. George, hier spricht Pearl. Lassen Sie sich von Kat helfen. Sie weiß alles über diese Seilbahn. Kat? Ist das Mädchen im Wandschrank? Hat sie sich eingeschlossen? Ach du meine Güte, lassen Sie mich mal mit ihr reden, Schatz. Kat? Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich bleibe Zack. Dann quatsch mal mit ihr. Ich habe hier eine Freundin für Sie. Woher kennen Sie meinen Namen? Hallo, Kat. Ich bin's, Pearl. Pearl? Wie kommst du denn hierher? Das ist doch unmöglich. Hör zu, Schätzchen. Ich bin es wirklich. Aber ich spreche über Funk. Also George, hier ist ein anständiger Kerl und du solltest die Tür aufmachen. Darauf falle ich nicht rein. Beweis mir, dass du es bist. Na gut, du erinnerst dich doch, dass wir zufällig beide Musicals lieben, oder? Ja, und welches ist mein Lieblingslied? Warte, wie geht es noch? Hilf mir mal. I am the very model of a modern major general. Of information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the facts historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific names of beings and... Reicht doch! Wir wissen es ja jetzt. Vegetable, animal and mineral. I am the very model of a modern major general. Jawohl. Da ist Kat. Na schön, das kann nur Pearl wissen und der vertraue ich. Wer sind Sie? Ich bin George und das hier ist Nico. Wie sind Sie im Wandschrank gelandet? Da waren ein paar Typen mit Knarren, die haben die ganze Station besetzt. Ich habe mich da drin versteckt. Denen möchten wir auch aus dem Weg gehen. Hat mich voll überrascht. Von Knarren war beim Vorstellungsgespräch nämlich nie die Rede. Echt nicht? Sowas? Hören Sie, wir müssen die Seilbahn benutzen. Können Sie sie steuern? Könnte ich, wenn es das Steuerpult täte. Aber das haben Sie sabotiert. Und man kann es nicht wieder in Betrieb nehmen? Mal sehen. Doch, das wäre möglich. Sehen Sie die durchgebrannte Sicherung da unten? Ja. Da hinten, bei den Kontakten? Ja, die Idioten haben da einen Schraubenschlüssel reingesteckt und die Sicherung flog raus. Sie wollten dafür sorgen, dass niemand mehr die Seilbahn benutzen kann. Überbrücken Sie irgendwie diese beiden Kontakte, dann sollte das Steuerpult neu starten. Wie zur Hölle sollen wir denn da rankommen? Keine Ahnung, aber stecken Sie bloß nicht Ihren Arm da rein. Sie würden geröstet. Oh je, das kann ja was werden. Okay. Das war die einzige Stelle, wo ich gefahrlos anpacken konnte. Überall sonst würde ich mir mit Sicherheit einen mörderischen Stromschlag einhandeln. Ich musste darauf achten, nichts anzufassen, was Stromschläge austeilte.
Ich musste darauf achten. Ich musste okay. darauf achten. Ich musste darauf achten. Okay. Ich musste die beiden Kontakte überbrücken, um das Steuerpult kurz zu schließen. Das Steuerpult sah komplex aus und gefährlich. Das Steuerpult sah komplex. Okay, was nimmt man da jetzt? Vielleicht finde ich was im Schrank, das mir hilft. Nichts Interessantes drin. Oder auch nicht. Die ganzen Maschinenteile waren mit Erdbeermarmelade beschmiert. Damit geht es ja nicht. Ich brauchte eine. Nee. Trevor könnte mir helfen, aber ich konnte sie ja schlecht einfach da reinwerfen. Ich setzte sie auf die Kante, wo es sicher war. So ist es brav, Trevor. Okay, Trevor kann dahin, dann können wir die mit dem Keks dahin locken, oder was? Los, Trevor, los! Ja, stirb für uns. Irgendwas musste da fehlen. Okay. So lang waren meine Arme auf. Mir wurde klar, wenn Trevor die Büroklammer tragen konnte, vermochte sie damit, die Kontakte zu überbrücken. Aber die Klammer würde ihr vom Rücken fallen, bevor sie ankäme. Okay, die Klammer müssen mir auf ihr Rücken kleben oder was? Aber mit was denn? Tja, schien mir so. Das klappte nicht. Nee, ich musste was anderes versuchen. Ah, warte. The Marmalade. Ich brauchte eine bessere. Die Dose. Nein. Naja, ich hatte schon merkwürdigere Sachen getan in meinem Leben. Die Büroklammer war jetzt ganz klebrig. Und die klatschen wir jetzt auf ihren Rücken und dann kann die dahin latschen. Und dann verkokeln. Ich klemmte Trevor die Büroklammer auf den Rücken. Jetzt war sie komplett ausgerüstet. So. Los, Trevor, los! Tu etwas Nützliches in deinem Leben. Oh no. Oh, sie ist überlebt. Die arme Trevor sah aus, als brauche sie eine Therapie. Aber das Steuerpult funktionierte wieder. Das ist super. Hat ja ganz gut funktioniert. Das Steuerpult. Es funktioniert. Toll. Ich kann sie da runterschicken, wenn sie wollen.
Lassen Sie mich nur kurz die Kabine hochholen. Pearl und Wayne werden sehr erleichtert sein. Oh, die sind wohl mit der anderen Kabine runtergefahren. Komm, Nico, wir haben keine Zeit zu verlieren. Als wir uns dem Gesicht im Fels näherten, wusste ich, wir waren auf der richtigen Spur. Das war eindeutig dasselbe Gesicht wie auf dem Gemälde. Mit einem einzigen Unterschied. An der Felsformation fehlte das Symbol der Tabula. Ja, damit es halt nicht so offensichtlich ist, oder? So, da wären wir. Aber wie kommen wir zu dem Gesicht? Wir machen einen auf Tomb Raider. Achso, da geht's rein, okay. Schauen wir uns mal um. Es muss seinen Weg hochgeben. Bestimmt. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und wir singen.